Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir machen weiter wie gehabt. Es wird alles geheilt gerade, alles prima, alles bestens. Und wir schauen uns mal an, was die Blauen denn jetzt da uns in den Weg stellen werden. Unter anderem auch mal einen Kriegselefanten von den Gelben noch immer. Würdet ihr vielleicht mitholen mit ihm da, dass er nicht alleine ist und so? Vielleicht passt ein Kriegselefant mehr. Das freut mich. Bitte heilen. Bitte. Oha. Oha. Da müssen wir uns bei Bill gut platzieren. Da können wir das gleich wegschlagen. Was ist Ding Dong? Wer Ding Dong? Wo Ding Dong? Warum Ding Dong? Da oben? Nee, oder? Warte, du kriegst ein neues Feld, du auch. Und du brauchst auch eins. Ist da oben Ding Dong? Nö. Da ist auch ein neues Feld nötig. Boah, jetzt kommen sie wieder alle, die Felder, ne? Jetzt habe ich wieder keinen Überblick auf unten. Okay. Schaut nicht schlecht aus. Da können wir, hätten wir Steinchen abbauen können. Ein paar zumindest. Oh, 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 oh. So und so, ne? Tada! Da stellen wir uns mal hin und ihr klopft das mal nieder. Boah, ey. Jetzt müsst ihr Gas geben, ne? Paladinchens. Hallo? Nein, warte, bleibt weg. Bleibt weg, schützt das hier. Die machen das schon. Ja, ja, nur drauf. Damit die Blauen nichts mehr produzieren können. Wir dürfen ja nur die, dass sie nicht angreifen. Wir müssen nur Barbarossa hier hinstellen. Boah, ist er wohl noch in Sicherheit? Ja. Schaut doch nicht so schlecht aus. Uwere. So. Wow, wir haben wieder ein paar Paladinchens. Immer her mit euch, meine Lieben. Wo geht's denn ihr hin? Schön da bleiben, ja? Die Burg machen die ganz allein. Die können das, die sind ausgebildet für sowas. Und gleich sie. Ich denke einmal noch. Dann können wir den Turm plätten. Jawohl, der Turm kommt jetzt weg. Dann schlagen wir hier ein Loch in die Wand. Würde ich meinen. Und dann schauen wir uns hier mal weiter um. Dann gehen wir einfach hier so runter. Wird schon irgendwie klappen. Und die Wand bitte. Dann machen wir auch hier oben den Marktplatz noch kaputt. Boah, jetzt habe ich mich von meinem eigenen Paladin erschreckt, ne? Tja, schön. Aha, was willst denn du da? Wenn du glaubst, du kannst uns angreifen, hast du dich aber schon dick geschnitten, ja? Ihr kommt mal mit. Ihr fünf, ne? Ich traue mich jetzt was. Gold, Gold, Gold. Ganz, ganz wichtig. Gold. Hierher bitte. Ihr müsst da, ne? So, ihr macht jetzt bitte das da. Sehr gut. Ihr stellt euch mal ein bisschen hier hin. Mönches. Bitte. Okay, vergesst das. So. Komm, werd rot. Arschkopf. Dann hier vielleicht noch. Hier vielleicht. Komm, werd rot. Rot, rot, rot. Ja, so ist schön. Bitte zurück. Wir müssen da nur schauen, dass wir hier irgendwie... Wow, was willst denn du hier? Schleich dich. Ja, tot ist er. So, zusammenbauen. Wow, da ist auch Gold. Viel Gold. Ihr bekommt einen Spezialauftrag. Oder zumindest vielleicht nicht alle, sondern nur ihr. Und der Rest bleibt vielleicht mal hier, sicherheitshalber. Ihr macht es da oben sauber. Seid ihr schon da? Ja, passt. Ihr macht es da oben sauber. Dann können wir das Gold hier nämlich auch noch für uns verwenden. Ha! Dann brauche ich jetzt für, sagen wir mal, zwei oder eins. Nehmen wir zwei. Ihr zwei baut mir hierher.
Ein Dorfzentrum wäre cool. Nein, geht sich nicht aus. Fein, dann aber bitte einmal einen Stall, wenn es ausgeht irgendwie, da so. Also ein Stall, eine Kaserne und wenn es geht noch eine Schießanlage. Schön, die drei Sachen mal. So, ihr kommt wieder hierher. Schön da bleiben, schön da bleiben. Was macht ihr kaputt? Von da mal gar nichts, würde ich sagen. Ihr könnt mal da seitlich vorbeifahren. Vielleicht könnt ihr hier noch irgendwie Schmiede oder sowas. Wow. Bitte den töten. Ganz flott. Ganz schnell den töten. Passt, den auch. Vielleicht kommt ihr daran. Passt. So. Ja. Ich meine, die Schmiede bringt eh nichts, aber ich stelle mich trotzdem mal hier hin. Passt, da haben wir schon die Schießanlage, das ist sehr gut. Das ist hervorragend. Weil dann werden wir auch gleich, wartet mal, ich werde ja euch alle abziehen da. Oder wartet, geht's mal ein Stück darauf. Ist da vielleicht schön grün? Hier wäre schön grün, hier wäre ein ganz schöner, formidabler Wald. Ein famoser Wald. Dann tun wir hier ausnahmsweise. Sehe ich es da drüben, müssen wir hinbauen. Wartet. Ich baue es da drüben hin. Nein, falsch. Hier. So, dann könntest du da den Wald niederreißen. Der Rest, also du zum Beispiel, du hilfst weiter beim Gold, weil wir es brauchen. Oder nein, warte, du kriegst hier. Du machst einfach Stein. Ganz einfach. Und ihr zwei helft damit. So, wie schaut's aus? Seid vorsichtig, den kaputt machen. Kommt's lieber wieder zurück. Aber irgendwie ist es da ganz ruhig, ne? Als wenn da niemand wäre. Von den Blauen hat uns sowieso noch keiner angegriffen. Irgendwie baut's euch vielleicht auch mal zusammen. Dann werde ich mal wieder zwischenspeichern. Dann werden wir einfach Barbarossas Leiche dorthin platzieren einmal. Also ungefähr da. Ich traue mich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das geht durch. Ich habe eh gespeichert. Also mal hierhin ungefähr. Ja genau, ihr macht da schön Stein. Ihr macht Gold. Gibt es jemanden, der keinen Job hat? Nee. Jeder hat Arbeit. Ihr habt Holz. Gibt es noch jemanden, der Holz macht? Nein, nicht wirklich. Passt, ist gut. Ja, ich muss da ein bisschen aufpassen, wo der langläuft. Mach darüber bitte. Weich den Feinden so gut es geht bitte aus. So, schön hierher. Dahin. Jawohl, der ist erledigt. Das ist schön. Muss man den ein bisschen im Auge behalten. Oh, schau, so wenig bringt sich's gar nicht, ne? Wenn man ein bisschen wartet, kommt auch was zusammen. So, wo bist du? Da fährt er. So, schön hierhin mal. Dann machen wir hier einfach mal einen Verkauf. Da können wir wieder runtergehen bis auf 1000. So, oder so. Ja, 1000 ist gut. Da auch bis 1000. Den Wald können sie dann auch noch gleich wegmachen. Dann passt das alles schon. Ah, wartet. Wir müssen hier eine Wand einschlagen. Bitte. Ihr sollt damit aufhören, habe ich euch gesagt. Ich habe es euch draußen mal gesagt. Ihr sollt damit aufhören. Bitte. Aber ihr nicht. Ihr reißt hier oben die Wand ein, damit er runter kann. So, mal da herstellen. So, wir machen auf jeden Fall noch ein paar Bogenschützelis. Genauso wie wir noch ein paar Paladinchen machen. So, perfekt. Das passt dann schon mal. Wenn der da kaputt ist, was eh gleich der Fall ist, dann lasse ich den durch, den stellen wir hierher. Der ist ein bisschen Sicherheit, hoffe ich mal. Und... jawohl. Ihr baut euch wieder zusammen. So, ist fein. Ihr stellt euch ein bisschen darauf. Dass ich soll. So hier. Passt. Ihr kommt hier noch ran. Und
du fährst mal hierher. Gut. Irba macht den da platt. Der ist mir ein bisschen im Weg. Der gefällt mir nicht. Und dann schauen wir mal, ob wir durch runter können, ne? Was? Wer? Wo? Okay, der ist hin. Wie schaut's da oben aus? Feld ist noch genug. Passt. Dann würde ich sagen, ich traue mich mal. Ich würde auch mal sagen, das werde ich nochmal speichern. Nochmal auf Reserve. Ich glaube, hier war's. So. Und mit euch erkundige ich mich mal da nach unten und so. Und dich nehme ich auch gleich mit. Nur mal bis hierher ungefähr. Dass wir den Platz kennen. Okay, die Dümchen müssen weg. Das ist dann kein Problem. Das macht einfach der Triebock. Und dann kommen wir hier schon gut durch. Nur mal zu erkunden. Aha, einmal, zweimal müssen weg. Einmal, zweimal müssen weg. Ihr seid schon fast da. Nur noch ein wenig. Da sind nochmal zwei und dann passt's. Okay. Wieder zurück raus. Hierher zurück. Wow, macht sie den Paladin bitte platt? Der wird mir doch jetzt hoffentlich nicht den Dings kaputt machen wollen. Nein. Der tut sich nur ein bisschen umschauen. Gut, dann macht's mal kehrt Marsch. Hoffen wir aufs Beste. Hoffen wir einfach aufs Beste. Okay. Wir werden mal diesen Turm da kaputt machen. Das müssen wir jetzt leider machen. So. Und ihr gebt ihnen Begleitschutz. Boah, ob das gut geht? Schauen wir einfach mal, wie das ausschaut. Die Paladine werde ich mal im Visier anvisiert lassen. Denke ich. Gibt es jemanden, der keine Ahnung... Wow. Dass ich mal nachschaue. Ich weiß, da am Rand steht alles schön beschrieben, aber ich bin halt manchmal zu faul, immer zu faul, das nachzuschauen. Das ist halt eine Krankheit von mir. Jawohl, der erste Turm ist schon bald erledigt. Wir werden auch zur Sicherheit den Turm hier blätten, nicht dass der irgendwie den Marktkern da beschädigen kann. Und, jawohl, dann kommt der Turm dran, der stirbt jetzt auch weg. Jawohl. Und dann bringen wir das Ganze zu einem Ende. Hoffentlich. Boom. Und zusammenbacken wieder. Hopp, hopp. Perfekt. Dann macht's, nehmt ihr euch diesen Turm davor. Bam, 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 bam. Ah, das reicht schon. Okay. Immer schön auf Distanz bleiben. Dann sind noch die beiden und dann können wir uns schon hierher bewegen. Dann haben wir das Kind eigentlich schon geschaukelt. So, jawohl. Das ist auch bald kaputt. Dann lassen wir sie wieder zusammenbauen. Wir rollen ungefähr auf hier her. Da ungefähr. So, dann machen wir die beiden platt. Bam. So macht das Spaß. Es ist auch schön, dass die sich gerade nicht wehren. Ich hoffe, dass das sich auch nicht ändert. Schauen wir mal. Aber das Level hier, also die Kampagne hier, ging eh schon recht lang. Ich hoffe nicht, dass wir noch überfallen werden. Das wäre jetzt echt schlimm. Also aus meiner Sicht halt. So, der Turm da zuerst. Wir müssen nur darauf achten, dass hier der Felsendom nicht beschädigt wird. Deshalb werden wir auch nur den Leichnam hierher bringen lassen. Nicht, dass ein Unglück geschieht. So, ja. Immer schön fest drauf. Busch, genau. Gleiches erledigt, passt. Wieder einpacken. So ist gut. Und der nächste Turm, beziehungsweise der letzte. So, ja. Sehr schön. Ja. Manchmal ist es halt ein bisschen... Manchmal braucht man ein bisschen Feingefühl, so.
hast denn du hingeschossen, bitte? Der hat wahrscheinlich gerade an ein köstliches Weizenbier gedacht und ist dabei jetzt glatt umgefallen. Auf was wird geschossen? Der lebt noch, Gott sei Dank. So, ihr haut's ab. Ihr fährt's raus. So, ihr werdet den bewachen. So. Ich werde das jetzt auch nochmal speichern. Normal kann, ich hoffe nicht, dass es da was passiert, aber ich gebe ihm da eine Eskorte mit. So. Und hierher fahren, bitte. Dann müsste das schon passen. Hoffe ich halt. Muss mich mal kurz an das ein bisschen verrücken, den Sessel und so, ne? Wie der schneller ist als meine Begleitperson, ne? Ein toller Schutz ist das, meine Herren. Dann könnt ihr euch nur selber loben. Ich hoffe halt echt, dass da jetzt kein Blödsinn passiert. Was machst du denn da? Weißt du was? Ich hab's ja gewusst, dass ihr da durchdrehen werdet, ne? Weißt du was? Ich glaube, ich lass die zu Hause. Ich hab's schon befürchtet, dass die Scheiße bauen werden. Halt, abhauen, Rückzug. Bleibt's da oben stehen, bitte. Ich probier's im Alleingang. Ja, das Bevölkerungslimit wurde auch erreicht. Freut mich. So, das müsste jetzt aber passen. So. Der Kaiser hat Jerusalem erreicht, aber nicht so, wie er es erwartet hatte. Dennoch ist es für Friedrich Barbarossa ein abschließender Sieg. Ja, sehr abschließend. Perfekt. Und? Was nun? Ja, nicht zerstören. Müsste passen. Ja, hurra, wir haben die Kampagne abgeschlossen. So. Meister des Mittelalters haben wir geschafft. Sehr schön. Wunderbar, haben wir das auch geschafft. Laufendes Spiel beenden, aber gerne doch. Um jeden großen König, von Arthur bis Barbarossa, rankt sich eine Legende, wonach der König eines Tages zurückkehren soll, wenn sein Land ihn braucht. Die Mythen und Legenden über den schlafenden Kaiser wurden in deutschen Sagen überliefert. Das Heilige Römische Reich sollte nicht andauern. Es zerfiel wieder zu einem Mosaik aus winzigen Einzelstaaten. Einige waren der Meinung, Barbarossas Herrschaft war ein Misserfolg. Aber ist es für diesen Mann nicht eine großartige Hinterlassenschaft, dass allein durch seinen Willen ein ganzes Kaiserreich zusammengehalten wurde? Und was passierte mit Heinrich dem Löwen? Nach Barbarossas Tod hielt ihn nichts davon ab, ins Heilige Römische Reich zurückzukehren. Aber ich bin jetzt ein alter Mann. Wem könnte ich denn noch schaden? Aha. Wunderprächtig. Haben wir das auch geschafft. Okidoki. Perfekt. Da ich bei diesem Spiel keine DLCs habe, ich im Moment auch nicht, wie soll ich sagen, auch noch nicht spielen möchte, vielleicht ein anderes Mal, und auf, ehrlich gesagt, auf ein anderes Spiel schon wieder giere, sag ich mal, möchte ich auch gerne den Sandkastenmodus verschieben. Ich habe ihn mal ausprobiert. Man kann sich halt selbst eine Welt zusammenbauen. Ne? Und dann kann man sich eben so NPC-Gegner bauen und mit denen halt ein Match machen. Dann gibt es auch noch den Online-Modus, den man mit Age of Empires 2 spielen kann. Leute, nein, ich tue euch das nicht an. Ich bin absolut schlecht in sowas. Ich brauche da viele Jahre des Studiums, bis ich das einigermaßen hinkriege. Und somit würde ich sagen, werden wir dieses Let's Play beenden. Wir haben alle Kampagnen durchgespielt, die es mit dem normalen, also DLC-losen Age of Empires 2 Titel gibt. Genauso habe ich es auch immer, oder ähnlich sage ich mal, habe ich es auch privat gespielt. Ich habe jetzt auch mal alles durchgeschafft, freue ich mich auch sehr. Somit ist für mich das Let's Play erstmal beendet. Wir können gern darüber reden, dass wir es mal später weitermachen mit den DLCs, auf die aufbauend. Aber jetzt ehrlich gesagt möchte ich gerne etwas Neues machen. Wirklich ein neues Spiel auch, obwohl es ist auch schon 4 Monate alt.
Aber das seht ihr dann morgen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke euch von ganzem Herzen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, für die Tipps, für die Tricks, fürs Üben, für alles. Ja, ich habe auch Übungseinheiten bekommen. ja, wie gesagt, ich bin an diesem Let's Play gewachsen, muss ich sagen. Also, so sehe ich das halt. Und wie gesagt, es ist ja niemals ein auf Nimmerwiedersehen, man kann ja immer wieder zurückkommen, das ist ja das Tolle an den Videospielen, man kann es immer wieder durchspielen, immer wieder was Neues machen, was anderes machen. Ja, wie gesagt, DLCs ist auch so ein Thema, das können wir dann gern vielleicht mal so in einem Jahr oder so, können wir das mal wieder angehen oder irgendwie so, wenn ihr auch Bock drauf habt, schauen wir mal, was sich so ergibt. Bis dahin möchte ich gerne auch jetzt ein neues Projekt starten, wie schon angekündigt. Was ist noch eine Überraschung, aber möchte ich auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, somit bedanke ich mich abermals bei euch für die Geduld, fürs Zuschauen, fürs Ertragen meiner Fails. Ich bin kein Profi, ihr habt es ja mehr als einmal bemerkt. Aber es ist auch so, eine Kampagne, glaube ich, spielt sich anders als ein Online-Modus bzw. ein Sandkastenspiel, glaube ich. Würde ich jetzt mal so meinen. Trotzdem war es mir eine Freude. Ich war sehr glücklich, als es jetzt endlich wieder quasi auf einer remasterten Version, wenn ich so sagen darf, weil es ist ja eine HD-Geschichte, das gab es ja früher nicht, dass sie das aufgearbeitet haben, für die heutigen PCs spielbar gemacht haben. Es ist ein tolles Spiel, so wie auch viele andere Age of Empires oder Age of Mythologie-Reihen. Ja, wie gesagt, es ist kein Auf Wiedersehen, wir können gern mal anders mal bei den DLCs weitermachen oder so. Aber jetzt ist mal ein Päuschen angesagt. Und somit, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir hören uns beim nächsten Projekt wieder und somit tschüssi.